comenzar. My name is Javier. Meine deutsche Freunde nennen mich H4. Okay, H4. Und das klingt besser in meinen spanischen Ohren als Xavier oder so. Auch manchmal H4. Die Webseite, wo ihr euch alles anschaut, ist oder anschauen könnt, ist prof.h4.com. Da werden alle Inhalte hochgeladen, in der Regel am gleichen Tag. Okay? So, es geht hier um Produktionsmanagement. Wir sind hier im MBW im ersten Semester. Okay, nur for the record sozusagen. Das erste, was ich machen werde, ich werde euch einen Rahmen geben, okay, ein Modell. Der beschreibt Organisationen. Und das ist deshalb wichtig, weil gibt den Rahmen für die ganze Vorlesung. Okay? So, wir fangen an mit dem Mensch an. Die erste Ebene ist der Mensch in einer Organisation. Dieser Mensch benötigt einen Charakter, eine bestimmte Eigenschaft, die heißt Vertrauenswürdigkeit. Und damit ist Folgendes gemeint, nämlich ein Gleichgewicht zwischen dem Charakter und die Kompetenz. Gleichgewicht, okay, beides gleichzeitig. Was in der Regel man lernt in einer Hochschule, ist diese Ebene, die Kompetenz. Okay, man lernt viel Stoff. Man wird beaufschlagt mit allen möglichen, in Anführungsstrichen, Inhalten, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Okay. Aber viel weniger Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist auf dem Charakter. Und beides ist notwendig, um vertrauenswürdig zu werden. Ihr geht nicht zu einem Arzt, der ist sehr kompetent, aber verschreibt eine OP, die ihr nicht braucht. Dieser Arzt ist als Arzt, ist in Rollen abhängig, nicht vertrauenswürdig. Ihr geht auch nicht zu einem Arzt, der hat einen super Charakter, mit dem kann man halt über alles reden. Kennt ihr seit Jahren, weil es ist von der Ortschaft oder so, aber hat eine Kompetenz von vor 20 Jahren. Dieser Arzt kann auch nicht helfen. Der ist nicht vertrauenswürdig. So, genau gleich als zukünftiger Produktionsleiter. Ich kann mich sehr gut auskennen mit der Technik. Aber wenn ich ein Choleriker bin oder wenn ich ein Arschloch bin oder wenn ich etwas anders sage, als was ich tue, meine Mitarbeiter werden kein Verhältnis zu mir haben. Ich werde wahrgenommen als nicht vertrauenswürdig. Okay? Und das wird später ein Problem. Es ist sehr wichtig, dass ihr in eurem zukünftigen Werdegang, egal welcher wie der ausschaut, müsst ihr auf beide aufpassen. Nicht nur auf die Kompetenz. Okay? Nicht nur jetzt die Karriere, nur die Technik oder in die Wissenschaft oder in die private Wirtschaft. Es ist wichtig und viel wichtiger, dass ihr euer Charakter stärkt. Lücken im Lebenslauf sind manchmal positiv.
Leute, die vielleicht ein Jahr in, keine Ahnung, nach dem Studium in Australien verbracht haben, in einer Hilfsorganisation. Die haben den Charakter gestärkt. Und die werden langzeitig, das ist eine Investition, die langzeitig sehr wertvoll ist. Dann fühlen sich Lebenserfahrungen, die den Charakter stärken, sind absolut notwendig, um als Mensch vertrauenswürdig zu agieren. Die nächste Ebene, und deshalb brauchen wir die Vertrauenswürdigkeit, ist die Beziehungsebene. Und eine Organisation ist die Summe von Beziehungen. Okay? Wenn in einer Organisation n Menschen gibt, gibt es n minus 1 Beziehungen mal n. N Quadrat minus n. Wenn n ins Unendliche tendiert, das ist ähnlich wie n Quadrat. Und das ist eine Zahl, die sehr wichtig ist, weil das wird uns ein Gefühl geben über die Komplexität einer Organisation. Okay, das in Klammer. Wenn wir in den nächsten Wochen drüber reden. Wenn wir über Beziehungen reden, also die Beziehungsebene, dann quatschen wir hier über Vertrauen. Vertrauen ist notwendig, um in die Organisation, in die nächsten Ebenen zu gehen, aber ist nur möglich, wenn die Beziehungspartner vertrauenswürdig sind. Okay? Die Kondition für Vertrauen ist die Vertrauenswürdigkeit. Und ich kann dies anders erklären. Zum Beispiel, dieser Mensch hat drei Freiheitsgraden. Der kann entscheiden, was er denkt. Also wir alle, okay? Jeder. Er kann entscheiden, was er sagt. Und er kann entscheiden, was er tut. Ich male jetzt einen Hammer. Das Handeln, okay? Wenn ein Delta besteht zwischen was ich sage und was ich tue, ich sage etwas anders als was, Entschuldigung, wenn ein Delta besteht zwischen was ich sage und was ich denke, gibt es ein Bruch in der Vertrauenswürdigkeit. Ich sage etwas anders, als was ich tatsächlich denke und so breche ich meine Vertrauenswürdigkeit. Irgendwas ist gebrochen in meinem Gleichgewicht, Charakter und Kompetenz. Hier, es gibt sehr oft in Unternehmen die Psychopathie. Okay? Psychopathen sind Menschen, die in der Lage sind, die in der Lage sind, das Mitgefühl für andere auszuschalten. Okay? Es ist so, wenn wir hier einen Homer Simpson malen und mit Röntgenaugen auf sein Gehirn schauen, hier in dem Frontal Cortex, ist die Moral angesiedelt. Moral. Okay? Und diese Moral ist, also wenn ihr es so macht mit euren Fingern, merkt ihr vielleicht hier auf dem Stirn ein kleines Hügelchen. Okay? Und so hier ist der orbitofrontale Cortex. Das ist die entwickelste Version von unserem Gehirn. Also die neueste Version von dem Cortex. Und da ist die Moral angesiedelt. Wenn diese Moral kriegt, diese Region kriegt Nahrungsmittel, wie eine andere, von dem Hippocampus, Hypothalamus hier in dem im Kern vom Gehirn, ist relativ weit weg und die Wunderstraßen, die beide Regionen vom Gehirn verbinden, sind dick, aber die sind relativ weit weg. So, wenn ich unter Stress stehe und viele
in dem Fall Produktionsleiter, aber generell Führungskräfte stehen dauerhaft unter Druck, dann muss dieser Mensch die Gehirnressourcen für andere Themen nutzen. Wenn der Löwe kommt, kann ich nicht mit ihm quatschen. Ich muss halt numerisch rechnen, ich muss mich rechtfertigen, ich muss Argumentationen suchen und so weiter. Sodass es kann sein, dass die Versorgung von dem frontalen Kortex beschädigt wird auf Dauer, aufgrund des Stresses. Okay? Wenn der Mensch nicht stabil genug ist, also wenn diese Führungskraft nicht stabil genug ist, kann sein, dass dieser Mensch eine Veranlagung findet für unmoralisches Verhalten. Zum Beispiel, wenn ich unter Druck stehe, irgendwelche Ziele zu erreichen, fange ich an, nicht an dem Prozess zu arbeiten, um die Ziele zu erreichen, sondern fange ich an, die Kennzahlen zu manipulieren. Das wäre ein Beispiel, das ist gang und gäbe und ich persönlich habe es sehr oft beobachtet. Ich habe mal einen Chef gehabt, der, wenn er das Video sieht, viele Grüße, der hat zugelassen, der war halt Produktionsleiter und der hat zugelassen, dass nur gute Teile in den Messraum, in den Qualitätsmessraum hingeschickt werden. Das ist der Hammer. Okay? Das ist eigentlich Betrug. Man kauft sich einen teuren Messmittel, einen Qualitätsraum und er lässt nur gute Teile zu. Somit verfälscht er auch die Auswertung, die halt nachher zum Kunde geht. Okay. Anstatt an der Qualität vom Produkt zu arbeiten, arbeitet er an dem an der Kennzahl in dem Sinne. Okay. So, wenn ich nicht moralisch agiere, also zum Beispiel jetzt auf der Straße, also hier in dieser Vorlesung, ungefähr 15% von den Menschen sind potenzielle Psychopathen. Also wenn ihr so sitzt, ihr habt 6 Leute um euch herum, vorne, hinten, links, rechts und dann auf den Seiten. Also zum Beispiel, du hast jetzt 6 Leute um dich herum. Einer davon ist statistisch gesehen ein Psychopath. Okay, ein potenzieller Psychopath. Genau du. Wenn ich Finger pointe, gibt es immer 3 Finger, die zurückschießen. Okay. So, das ist die normale Bevölkerung. So, in der Knast gibt es, ich habe es falsch gesagt, auf der Straße gibt es 3. Okay, nur 3%. In der Knast gibt es 15% Psychopathen. Also das passt dann. Bei Führungskräften gibt es ebenfalls ca. 15% Psychopathen, sogar mehr. Okay. Also wenn ihr Führungskräfte, also wenn ich das sage vor einer Mannschaft von Führungskräften, einen Vortrag halte oder so, die gehen alle erstmal auf Abwehrhaltung. Okay. Aufpassen. Psychopathie ist, ich denke, ein Verhaltensmuster, der evolutionär den Mensch zum Überleben bringt, aber in einer vernetzten Welt ist sehr gefährlich und auf keinen Fall langzeitig auszuhalten oder nur mit sehr schweren persönlichen Folgen auszuhalten. Die meisten sind dann geschieden, die meisten sind dann partnerlos oder haben keine 20 Partner. Ich persönlich, als ich Geschäfte gemacht habe, habe ich immer meine Geschäftsbeziehungen abgebrochen mit Menschen, die zum Beispiel, wenn sie in Thailand sind, eine Freundin suchen und gleichzeitig in Deutschland eine Frau haben. Okay, wenn dieser Mensch die Frau betrügen kann, wieso sollte er mich nicht betrügen als Geschäftspartner? Okay, wenn es kurz kommt, wird er immer für sich handeln und nicht in die Vertrauensbeziehung investieren. Als kleiner Tipp sozusagen, wenn ihr
in Beziehungen einsteigt, die, in dem ihr merkt, der Gegenüber ist nicht vertrauenswürdig, steige aus dieser Beziehung sofort aus, oder so bald wie möglich aus. Okay? Weil es ist eine Zeitverschwendung. Das gilt auch im persönlichen Leben, okay, nicht nur im Geschäft. So, Vertrauen ist wichtig, weil die Führungskräfte benötigen, oder der Auftrag von der Führungskraft, das ist die Hand von der Führung, der möchte den Mensch in der Organisation, den Prozesseigner, zu neue Performance-Ebenen bringen. Das ist der Mensch, mein Mitarbeiter, Prozesseigner, und dann möchte ich zu neue Performance-Ebenen befähigen. Okay? Das heißt, hier geht es um Management. Und wenn wir über Management reden, dann reden wir über Befähigung. Okay? Eine systematische Befähigung ist nur möglich, wenn ich eine Vertrauensbeziehung mit dem Mensch aufgebaut habe. Das ist die Kondition dafür. Die nächste Ebene, und das ist die Organisationsebene, ist hier diese ganzen Vektorenkräften von den Führungskräften, Produktion, Logistik, Beschaffung, Controlling, Qualität, alles Mögliche. Wir möchten, dass diese ganzen Vektorenkräften in der Organisation einem gemeinsamen strategischen Ziel oder Zweck, strategische Ziele unterstützen. Das heißt, in der Organisation möchten wir Alignment oder eine gemeinsame Ausrichtung. Ich kann nur Alignment erlangen, wenn ich genug Menschen befähigt habe. Ja? Brauchen wir dann hier diese Formel, was Sie da hingeschrieben haben, auf dieser Ebene Beziehung, Vertrauen? N mal (N-1). Ja. Ob wir sie brauchen? Wofür? Wenn ihr jetzt die Klausur vor Augen habt, dann ist, ich habe irgendwas Falsches gemacht. Bitte zuhören. Okay? Das könnt ihr euch 50 Mal anhören und über die Klausur quatschen wir noch. Okay? Mal langsam. Ich kann euch nur helfen, also in dem Sinne, ich kann euch nur befähigen, wenn ihr versteht, was ich mit euch versuche. Okay? Und wir sind noch nicht so weit. Okay? Das wird kommen. Das war nur ein Exkurs. Wenn du halt zum Beispiel Bosch 250.000 also 25 mal 10 hoch 5 hast, Menschen, n gleich 25 mal 10 hoch 5, die Komplexität von dem System, okay, das ist das Wichtige hier, die Komplexität von dem System ist n Quadrat, also 5 mal 10 hoch 11. Entschuldigung. Das ist die Komplexität von dem System, in dem Fall Bosch. Das sind die Anzahl Beziehungen, die ungefähr am Laufen sind. Und die sollte verdeutlichen, wie schwierig nachher es tatsächlich ist, für eine Organisation in eine gemeinsame Ausrichtung zu laufen. Das kann kein Mensch nachvollziehen. Aber ob wir die Formel brauchen oder nicht,
Bitte langsam, okay? Ich erkläre jetzt nur ein Modell. Falls ihr die Klausur vor Augen habt, jetzt das solltet ihr nochmal drüber nachdenken. Also mir geht es überwiegend darum, dass ihr ja, eine Kompetenz erlangt, klar, aber beides in Gleichgewicht aufbaut. Ist die Frage beantwortet? Ja, nein, okay, gut. Schauen wir mal. So, wir möchten eine gemeinsame Ausrichtung erlangen. Dafür ist notwendig, dass wir genug Menschen befähigen. Dafür ist notwendig, dass wir Vertrauen aufbauen. Und dafür ist notwendig, dass der Mensch vertrauenswürdig ist. Und wenn dieser Mensch nicht vertrauenswürdig ist, dann funktioniert alles andere nicht. Das kann man leider nicht sofort sehen bei Menschen, noch nicht, vielleicht in die Zukunft. Deshalb, ich bitte euch, in euch hineinzuschauen. Alles, was ihr erreicht, ohne ja, eure Vertrauenswürdigkeit zu Wachstum zu bringen, wird nicht nachhaltig sein. Okay. Beispiel, eine Klausur schreiben, ohne tatsächlich die Dinge verstanden zu haben. Die Klausur zu bestehen ist weniger wichtig als Verständnis über den Stoff zu haben. Langzeitig gesehen. Natürlich kurzzeitig möchte man schon den Scheiß aus den Augen verlieren. Aber langzeitig gesehen macht ihr euch keinen Gefallen, wenn die Klausur durch Schummeln zum Beispiel bestanden wird. Oder durch schnell die Woche vor der Klausur lernen. Das wird übrigens mit diesem Stoff gar nicht klappen. Das kann ich euch versprechen. Okay, also ein Vorschlag ist, dass ihr halt regelmäßig einmal pro Woche eine Stunde investiert und dann ist alles viel einfacher. Okay, nachvollziehbar. Das gilt übrigens auch wie gesagt, im persönlichen Leben. Falls ihr einen Freund oder eine Freundin hat, stellt euch vor, dieser Mensch ist nicht vertrauenswürdig. Okay? Stellt euch vor. Dann ist eine gemeinsame gegenseitige Befähigung, also voneinander lernen oder voneinander wachsen lernen ebenfalls, ist nicht möglich. Beziehungsweise strategische Ziele, also zukünftige strategische Ziele gemeinsam zu erlangen, wird auch nicht drin sein. Okay. Wenn ihr merkt, dass euer Partner oder Partnerin nicht vertrauenswürdig ist, mein Rat ist sofortiger Beziehungsabbruch. Es gibt ja viele Fische im Teich. Tatsächlich. So. Fragen dazu? Zu dem Modell? Keine Fragen? Okay. Dann betrachten wir in dem Fall bei Produktionsmanagement, betrachten wir den Mensch. Dieser Mensch als Prozesseigner. Dieser Mensch bekommt Geld einmal im Monat dafür, dass er irgendwas tut im Unternehmen, oder? Ja? Ansonsten
Wenn kein Mensch, kein Prozesseigner, kein expliziter Prozesseigner ist, dieser Mensch bekommt Geld dafür, dass er nichts Explizites tut. Und so ist eine Verschwendung für die Firma. Okay? So, jeder Mensch in der Organisation, ob explizit oder implizit, ist ein Prozesseigner. Und dieser Prozess hat immer ein Input, ein Prozess, so ein Ablauf und ein Output. Okay, stellt euch vor, ich bin Prozesseigner für mein Gewicht. Okay? Wie würde ich den Output vom Prozess messen? Wie würde ich es messen? Genau, ja, so, genau. Ich würde die Kilos messen. Ich stelle mich auf die Waage und dann messe ich die Kilos. Wie kann ich den Prozess messen? Entschuldige, brauchst du einen Kaffee? Ja, dann bitte. Alles gut. Du kannst es dir nachher anschauen. Mahlzeit. So, der Prozess kann ich messen, indem ich Minutensport, also wie viel Minutensport ich am Tag mache. Und der Input kann ich auch messen, indem ich zum Beispiel die Kilokalorien messe, die ich zu mir nehme. Okay? Die Botschaft ist, es gibt drei mögliche, ja, Kerngrößen. Ich kann den Prozess auf drei unterschiedliche Art und Weisen messen mit unterschiedlichen Kennzahlen. Wichtig für die Klausur. Kennzahl KPI, Key Performance Indicator. Das ist wichtig, okay? Darum werden wir so oft reden. Key Performance Indicator. Ich mache hier ein Sternchen. Key Performance Indicator. Okay? Dadurch, dass ich mit drei unterschiedliche Kennzahlen messen kann, Output, Prozess und Input, erzeuge ich drei unterschiedliche Verhaltensmuster. Ich verhalte mich nicht gleich, vielleicht habt ihr mal die Erfahrung gemacht, wenn ich nach den Kilokalorien schaue, ständig Kalorien zähle, wie wenn ich Sport treibe. Verhalte ich mich nicht gleich. Mein Verhalten beim Abnehmen ist unterschiedlich. Auch mein Verhalten, wenn ich jeden Tag mich auf die Waage stelle, ist unterschiedlich. Okay, übrigens, sich auf die Waage stellen ist nicht so effektiv, weil ich kann Wasser, ich kann Muskelmasse verlieren, verliere ich Kilos und zwar sehr schnell, aber das ist nicht gesund. Okay, von daher aufpassen. Wir betrachten den Prozesseigner als den Mensch als Prozesseigner. Und die Frage, die aus der Hand kommt, ist, was ist ein Prozess? Was ist ein Prozess? Das ist ein Prozess. Ja. Genau. Genau, ein geregelter Ablauf.
In der Tat, ein geregelter Ablauf. Ich habe einen Prozessschritt 1, dann ein 2 und dann ein 3 und so weiter. In Prozessschritte, die geregelt sind. Okay, ich habe einen Input und die Prozessschritte tauschen Material, das ist ein File, ein Digger-File, oder Information aus. Okay, das ist Materialfluss. Und das ist Informationsfluss. So, ist ein geregelter Ablauf. Und weil wir einen Fluss haben von Material, Information, Mensch, Geld, wir haben einen Fluss von Ware, die Wert steigert für einen Kunde. Ein Prozess ist gleich ein Wertefluss, ein anderes Wort für Fluss ist Strom. So, und das Wort, was benutzt wird, ist Wertstrom. So, Definition von Prozess. Wichtig ist ein Wertstrom. Wenn gefragt wird, was ist ein Prozess? Ein Prozess ist ein geregelter Ablauf, der Wert addiert für einen Kunde und deshalb können wir über einen Wertstrom reden. Nachvollziehbar. Das ist eine Definition. Das ist relevant. Fragen soweit? So, wir haben ein Modell erklärt, wie wir von den einzelnen Menschen in die Organisation kommen, wie wichtig es ist, vertrauenswürdig zu agieren, um Vertrauen aufzubauen. Das ist wichtig, um eine systematische Befähigung zu gestalten. Und das ist wichtig, um strategische Ziele gemeinsam zu erreichen. Um dahin zu kommen, fangen wir beim Mensch an, also bottom-up. Der Mensch wird verstanden als Prozesseigner. Und was ist ein Prozess? Ein Prozess ist ein Wertstrom. Die beiden Wörter sind gleichgültig. Okay? Fragen soweit? Okay, also bisher war es Piece of Cake. Wir machen jetzt eine Pause. Ihr könnt Kaffee trinken oder eine rauchen und dann machen wir in 10 Minuten weiter. Gut, also weil wir über Prozesse reden, wenn wir jetzt über einen Standard-Kommunikationsweg zwischen Menschen, also wir gehen her und standardisieren die Geschäftskommunikation. Wir haben über die Ebene Mensch geredet. Jetzt reden wir über die Beziehung bzw. über die Kommunikation zwischen zwei Partnern. Und wie in jeder Kommunikation gibt es drei Elemente. Einmal der Sender. Wir haben ja gesehen, der Mensch ist oder wird verstanden als Prozesseigner. Habt ihr Fragen? Nein? Falls es Fragen gibt, jederzeit, okay? Das können wir unterbrechen, jederzeit, aber. Der Sender ist der Prozesseigner, der Empfänger ist die Führungskraft oder der Kunde. Jetzt eine neue Definition, auch wichtig. Kunde, so entschuldige, habt ihr Fragen?
alles gut? Dann bitte. Die nächste Definition ist die Definition vom Kunde. Kunde ist oder wird definiert als der nächste Schritt im Prozess. Derjenige, der mein Material, mein Output bekommt oder meine Information als Ausgang bekommt. Okay? Ich bin ja Prozesseigner. In meinem Prozess gibt es einen Output, einen Input und einen Prozess. Derjenige, der mein Output bekommt, ist der Kunde. Das ist die Definition. Okay? Das ist wichtig. Oder die Führungskraft. Das ist derjenige, der in der Organisation meine Ressourcen steuert. Okay? An dem berichte ich halt. Und das ist der Empfänger. Also Sender, Empfänger und dazwischen gibt es ein Kommunikationsmittel. Kommunikationsmittel. Das ist, was wir standardisieren, die Geschäftskommunikation. Gut, dieser Kommunikationsstandard hat unterliegt bestimmte Phasen. Und das Erste, was wir machen hier, ist zu fragen, mache hier Römisch 1, wie messen wir Erfolg? Diese Frage wird durch die Führungskraft bzw. Kunde beantwortet. Das beantwortet nicht, entscheidet nicht der Prozesseigner, sondern entscheidet sein oder ihr Chef bzw. der Kunde. Okay, das ist wichtig. In dem Fall, stellt euch vor, der Prozesseigner ist ein Produktionsleiter. Und der Empfänger ist ein Werkleiter, also der Chef. Vom Produktionsleiter. Und so der Empfänger entscheidet, wie wir Erfolg messen. Und zwar durch eine Kennzahl, durch eine KPI. Diese KPI wird monitort in der Zeit. Und wir können die Qualität, wir können die Ausbringung, wir können die Durchlaufzeit, wir können die Kosten messen, alles Mögliche, okay? Darüber werden wir halt intensiv diskutieren in den nächsten Wochen. Aber interessant ist jetzt, dass wir den Erfolg von dem Prozesseigner messen mit einer Kennzahl. Beispiel, wir messen jetzt die Qualität von der Produktion, okay? Und die Qualität wird gemessen anhand den Ausschuss. Die Ausschussquote im Prozent. So, das heißt, das Erste, was wir machen, ist in der Kalenderwoche 40. Letzte Woche messen wir, wie war der Ausschuss von meiner Produktion. Okay? Angenommen, 10%. Okay, das Erste, was wir machen, ich mache hier ein 1 Arabisch, ist den Ist-Wert ermitteln. Wir fragen, wie messen wir Erfolg? Und das Erste, was wir machen, ist den Ist-Wert ermitteln. Okay? Fragen soweit? Ich wiederhole, es gibt drei Elemente: Sender, Empfänger und Kommunikationsstandard. Kommunikationsstandard hat vier Phasen. Das erste, was wir fragen, ist, wie messen wir Erfolg? Diese Frage wird gestellt vom Empfänger. Und das Erste, was wir tun, ist den Ist-Wert ermitteln.
Nachvollziehbar soweit? Wenn jemand nicht folgt, bitte sagen, das ist entscheidend wichtig, okay? Für die Zukunft der nächsten Vorlesungen. So, und somit auch prüfungsrelevant. Wo war ich jetzt? So, Ist-Wert ermitteln. So, das Zweite, was wir tun, ist, wir stellen den Ist-Prozess dar. Ist-Prozess. Und hier fragen wir Sachen wie: Wer tut was, wann, in welcher Reihenfolge, und so weiter. Wir fragen alles Mögliche, außer warum. Warum dürfen wir noch nicht fragen? Warum wir so viel Ausschuss gehabt haben, dürfen wir noch nicht fragen. Wir beschreiben, so gut es geht, den Ist-Prozess. Okay. Wenn wir den beschrieben haben mit seinen Inputs, mit seinen Outputs und den geregelten Ablauf, die Kollegin hat vorher uns darauf hingewiesen, ein Prozess ist ein geregelter Ablauf, ist ein Wertstrom, gehen wir her und machen wir eine Priorisierung. Also das Dritte ist eine Priorisierung. Hier fragen wir ganz einfach, was ist wichtig? Drei römisch. Was ist wichtig? Auf der Y-Achse können wir sagen, die Ausschussteile. Auf der X-Achse können wir sagen, unterschiedliche Kunden. So, stellt euch vor, dieser Prozesseigner fertigt Motorenteile. Okay? Und die Kunden sind Mercedes, BMW, Audi, VW und so weiter. Okay? Und in dieser Woche habe ich am meisten Ausschuss gehabt bei den Teilen von Mercedes, dann Teile von Audi, dann Teile von VW und dann Teile von Renault und dann Peugeot, PSA und wie auch immer. Okay? So. Die Höhe vom Balken sagt mir der Ausschuss und hier habe ich eine bestimmte Clusterung. Nach Kunden, ich kann auch aber nach Produktarten. Ich kann aber auch produzieren, clustern nach Märkte, nach allem Möglichen, okay? So, ich mache eine Clusterung. Nach der Clusterung erzeuge ich eine Analyse auf die Top 1 Priorität. Ich fokussiere mich mit Laseraugen auf die Top 1 Priorität, okay? Also in dem Fall war es, glaube ich, Mercedes, haben wir gesagt, hat am meisten Ausschussteile. Mein Kunde Mercedes hat am meisten Ausschussteile bekommen. Was mache ich? Mache ich eine Priorisierung. Eine Priorisierung und daraus entsteht eine Analyse. Die Top 1 Priorität wandert auf dem Kopf von einem sogenannten Fischgerät-Diagramm. Nachher erkläre ich das im Einzelnen, aber was wir hier machen, ist Nummer 4, fragen wir, warum? Und was wir machen, Nummer 4 ist eine Analyse. Okay, so hier steht Mercedes, dann fragen wir, warum hat Mercedes so viele Ausschussteile? Weil Eingangsmaterial defekt war, die Rohlinge von diesem Grupp waren defekt, hatten Lunker. Oder
meine Presse, meine Schmiedepresse hat nicht richtig funktioniert. Oder der Rüstprozess war nicht korrekt eingestellt. Oder es gab zu viel Luftfeuchtigkeit, die Ware war zu lang irgendwie draußen stehen und ist eingerostet. Whatever. Okay? Wirklich. Allen möglichen Gründen, warum diese Woche so viel Ausschuss gab bei Mercedes. Nachdem ich analysiert habe, gehe ich her. Ist soweit nachvollziehbar? Ich mache es nochmal. Es gibt einen Sender, es gibt einen Empfänger, es gibt einen Kommunikationsstandard. Der Kommunikationsstandard hat 4 Elemente. Das erste Element ist, wie messen wir Erfolg? Wir messen den Ist-Wert. Dann gehen wir her, den Ist-Prozess darstellen. Dann gibt es eine Priorisierung. Dann gibt es eine Analyse. Nach der Analyse ermitteln wir, was wichtig war und die Ursache dafür. Und daraus entsteht was? Eine Maßnahme. Also was tun wir? Wir beschreiben, wer das tut und bis wann. Also, hier fragen wir 5, was tun und 5, das ist der Management, Gesundheit, das war süß, wie agiert das Management oder der Prozesseigner auf die Ursache. Okay, was tun wir? Machen wir das Rüsten anders? Machen wir unsere Kommunikation mit dem Lieferanten anders? Und so weiter. Okay? Es gibt eine Maßnahme, die wird umgesetzt. Und dann schauen wir, ob es besser geworden ist oder nicht. Wenn nächste Woche der Ausschuss runtergegangen ist, Kalenderwoche 41, dann können wir davon ausgehen, dass die Maßnahme erfolgreich war. Und diese Maßnahme wird standardisiert. Das heißt, integriert in den Prozess. Die neue Art und Weise zum Rüsten zum Beispiel. Also, was wir hier machen, ist ein Standard. Eine Definition, die dritte, glaube ich, oder vierte Definition hier ist, was ist ein Standard? Okay? Ein Standard ist bestmögliche, / bekannte Weg des Prozesses. Prozesses. Wie ich heute aus heutiger Sicht am besten den Prozess ausüben kann. Okay? Das ist der Standard. Der wird sich ändern mit der Zeit. Okay? Wird sich mit der Zeit entwickeln, weiterentwickeln. Natürlich, ich gehe nächste Woche, messe ich, Kalenderwoche 41, messe ich den Ausschuss. Ich mache den Ist-Prozess wieder, mache eine neue Priorisierung, eine neue Analyse, eine neue Maßnahme. Und so weiter. Okay? Und das geht ad infinitum. Gesundheit. Und so verbessert sich der Prozess. Gibt es Fragen? Diese Vorgehensweise ist standardisiert und dieser Schritt heißt Check C. Dieser Schritt heißt Plan, P. Dieser Schritt heißt Do, Tun, D. Das macht man N-mal. Und dieser Schritt heißt Act, Standardisierung, CPD, N-A. Das ist ein Regelkreis, der als Prozessmanagement zu verstehen ist.
Okay. Fragen soweit? Ja. Die Definition von Standard, gerne. Die Definition von Standard ist der bestmögliche bzw. bestbekannte Weg des Prozesses zu leben. Was ich aus heutiger Sicht denke, dass ich am besten performen kann. Ich schreibe den Standard auf, den geregelten Ablauf auf und das gebe ich einem neuen Mitarbeiter und es sollte so gut beschrieben sein, dass der Mitarbeiter im Prozess leben kann. Das ist ein Standard. Ja? Ja, klar. Nochmal. Check, C, P, Plan, D, Do, N-mal und dann Akt. Es versteht sich die erste Buchstabe. Fragen? Habt ihr Fragen? Nein? Okay. Mache ich kurz. Folgendermaßen. Hier, wir haben schon über den Prozess geredet, okay, über die KPIs. Wichtig ist hier, wie beschreiben wir einen Prozess? Und das ist wichtig, bitte merkt euch das, weil wir werden es nachher öfters benötigen. Erstmal eine vertikale Linie. Dann eine horizontale Linie. Dann hier, es gibt vier Elemente übrigens. Element 1 sind die Prozesseigner. Alle Menschen, die Material oder Information in die Hände nehmen. Okay? Die in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Prozessschritt eignen. Dann gibt es die Prozessschritte. Natürlich versteht sich jeder Prozesseigner auf der Höhe von seinem Prozessschritt. Das ist ein No-Brainer, aber vielleicht warum ich auf unterschiedliche Höhen das dargestellt habe. Da gibt es Prozessschritte. Okay. Dann gibt es Materialfluss mit normalen Pfeilen. Mahlzeit. Materialfluss. Und Informationsfluss. Okay. Diese vier Elemente, Materialfluss, 3, Informationsfluss 4. Diese vier Elemente sind erforderlich, um einen Prozess erfolgreich zu beschreiben. Und wenn ihr einen Prozess beschreibt, bitte die vier Elemente ausdrücklich darstellen. Okay? Das andere neue Element, gut, die Darstellung in grafischer Form von Graphen ist, glaube ich, geradeaus. Das andere Element ist der Ishikawa oder Analyse-Tool. Das Fischgrätdiagramm wurde entdeckt oder zum ersten Mal angewendet von einem japanischen Klugscheißer. Der ist Ishikawa.
Ishi heißt Stein und Kawa heißt Fluss. Und der Kollege hat es einfach, das ist ein sehr guter Ingenieur, Qualitätsmanagement-Ingenieur, der hat einfach gesagt, okay, hier, das nennt man auch Ursachen-Wirkung-Diagramm, okay, weil wir hier die Ursachen für eine Wirkung suchen. Hier suchen wir die Ursachen. Und hier ist die Wirkung. Okay, und in dem Fall, hier haben wir die Top 1 Priorität. Und was man normalerweise macht, ist, dies als organisierte Brainstorming-Tool anzuwenden. So, das in Kategorien darzustellen. Manchmal macht man das als Mensch, alle Themen, die mit dem Mensch zu tun haben. Maschine, alle Themen, die maschinenrelevant waren, die mögliche Ursachen sind. Methode, Material. Okay? Aber diese Kategorien sind vollkommen künstlich. Ich kann andere Kategorien nutzen. Persönlich nutze ich gar keine. Okay? Das ist halt situativ. In dem Beispiel, wo eine schlechte Auslieferung in Richtung Kunde gab, von dem Motorenhersteller oder von den Maschinen, Motorenteilenhersteller, zum Beispiel beim Mensch, der Mensch hat nicht richtig gerüstet, der Mitarbeiter, oder ich hatte zu viele Leiharbeitskräfte, bei Maschine habe ich die Rüstzeit nicht korrekt eingestellt oder Druckmittel, Druck von Kühlschmiermittel war nicht korrekt eingestellt, bei Methode, der Rüstprozess wurde nicht korrekt angezeigt oder aufgestellt, ich habe ein schlechtes Rollingsmaterial, wie auch immer. Okay? Unterschiedliche Möglichkeiten. So, nachvollziehbar? Fragen soweit? Keine Fragen? Gut, dann drücke ich auf Stopp.